Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Der Tanz der Schamanen am 29. Oktober 2018. Wir haben vier Grundelemente und alle vier sind lebensnotwendig und gleichwertig. Wir haben die Feuerelement, gibt uns die Wärme. Dann haben wir die Erdeelement, wir leben auf die Erde, das ist die Realität. Wir haben die Luftelement, das schenkt uns den Atem. Und wir haben die Wasserelement, wir trinken auch Wasser. Und wir dürfen nicht vergessen, das Element Wasser steht zu unseren Gefühlen und unserem Körper besteht auch hauptsächlich aus Wasser. Die Energie kommt von uns, von unserem Inneren. Aber das ist nicht die einzige Energie, weil Grunde genommen besteht alles aus Energie und wir haben auch die kosmische Energie und beeinflusst unseren Alltag. Und diese kosmische Energie ist in ständigen Bewegung, das bleibt nichts stehen. Und durch diese Bewegung beginnt den Tanz. Und die Elemente sind nicht jeden Tag gleich verteilt, sondern eine oder andere ist mehr betont und kann passieren wie heute, dass die eine Element wie heute die Feuerelement komplett fehlt. Also wir brauchen dann die Ausgleich. Und was vermittelt die Feuerelement? Aktivität, Begeisterung, Kraft und Mut. Und das, was wir heute brauchen, dann finden wir auch die Ausgleich. Sonne befindet sich nach indischen Astrologie in Tierkreiszeichen Waage. Also ich setze hier zum Luftelement. Die Tierkreiszeichen Waage gehört zum Luftelement. Mond befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge und die Tierkreiszeichen Zwillinge gehören auch zum Luftelement. Also setze ich Mond auch zum Luftelement. Ich muss dazu sagen, dass die indischen Astrologen die Horoskopen anderes berechnen als in westliche Astrologie wir kennen, weil die indische Astrologie berücksichtigt, dass unserem Sonnensystem auch eine gewisse Bewegung hat und das ist diese sogenannte Präzession. Also es ist andere Berechnung, andere Ergebnis. Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Steinbock und es ist Erdeelement, also setze ich hier zum Erde. Merkur befindet sich in Tierkreiszeichen Skorpion. Skorpion ist Wasserelement, setze ich hier zum Wasserelement. Jupiter ist auch im Skorpion, die beiden stehen sogar in Verbindung. Das bedeutet, sie wirken gemeinsam. Das sind die Gespräche. Die Gespräche nehmen zu oder verlaufen in eine glückliche Richtung. Also bringt etwas, wir können etwas klären. Bei Jupiter ist oft Thema Gerechtigkeit. Venus befindet sich im Tierkreiszeichen Waage, gehört auch zum Luftelement. Also setze ich zum Luftelement. Saturn ist immer in die Mitte. Saturn erdet. Also setze ich Saturn in die Mitte, so wie im chinesischen Astrologie wir das auch machen. Und jetzt können wir das ganz, ganz leicht erkennen, dass die Luftelement ist sehr betont. Hier handelt es sich um Leichtigkeit, manchmal Leichtsinnigkeit. Hier handelt es sich um Ideen und Gedanken, ob das jetzt umsetzt in Tat, das ist eine andere Frage. Aber hier ist die Fantasie, die Ideen, aber auch die Kommunikation, das, was hier betont ist. Was fehlt? Das fehlt die Feuerelement, die Kraft und auch die Begeisterung. Das lässt ein bisschen nach von den Einflüssen von Sternen. Was noch betont ist die Wasserelement, die Gefühlen
Und die Gespräche, das heißt, wir sprechen sehr intensiv über Gefühle. Das ist die Bedürfnis da, über Gefühle zu sprechen. Das ist die Wasserelement, was hier die Gefühle zeigt. Merkur, die Kommunikation, und Jupiter dehnt aus, also vergrößert das alles. Aber bei Jupiter ist oft auch Thema Gerechtigkeit oder eben Ungerechtigkeit. Wir haben die Kraft umsetzen im Tat. Das hier im Erde-Element zeigt sich die Mars-Position. Wir haben auch diese Bedürfnis in die Tat umsetzen, weil die Erde-Element ist Realität. Aber es fehlt einfach die Begeisterung. Es fehlt diese Feuer und Flamme zu sein von etwas. Und die Erde-Element neigt dazu, zur Ruhe zu kommen. Und da spürt man auch die Kraft heute. In die Ruhe liegt die Kraft. Also gerade, wenn hier Gespräche handelt, Ideen handelt und es ist die Gefühle sehr betont sind und das wird alles vermittelt. Die Mondeinfluss, auch Venus, das handelt sich um Liebe, Partnerschaft, um Gefühle. Bei Mond auch Träume, Fantasie, Gefühle, hier wieder die Wasserelement. Aber die Bedürfnis, dass das Realität wird, ist auch da. Es fehlt aber der Mut. Es fehlt der Mut, das zum Umsetzen im Tat. Oder kann auch bedeuten, dass die Mars-Energie Ruhe braucht. Die Mars braucht die Erde. Die Mars braucht gerade die Ruhe. Das kann bedeuten, dass wir kraftlos fühlen und ziehen wir zurück. Wie ich schon sagte, in Ruhe liegt die Kraft. Oder dass die Männer im Rückzug sind. Sie nehmen ihren Gefühlen sehr, sehr intensiv wahr. Sie sprechen auch darüber leichter als sonst. Aber wenn das darum geht, etwas in Bewegung setzen, und das wäre die Feuerelement, dann ziehen sich zurück, weil dann fehlt die Mut. Und das war der Tanz der Schamanen. Und ich habe noch eine Überraschung, eine kleine Aufnahme, ein Infovideo. Und wir übergehen jetzt auf diese Information. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen in diesem kurzen Infovideo. Thema ist Kindheit und das innere Kind. Warum ist es so wichtig, diese Thema ansprechen? Weil Kindheit, Kindheitserinnerungen haben wir alle. Und es begleitet uns bis zu unserem Lebensende, beeinflusst unserem Leben, unserem Gedanken und unserem Gefühlen und hat einen Einfluss auf unsere berufliche Zukunft, aber nicht nur dort, sondern beeinflusst unsere Beziehungen, weil oft wiederholt sich die gleiche Muster, nicht nur bei uns, sondern bei unserem Partner oder bei Männern, bei der Partnerin. Also das sind oft dieselbe Muster, was wir erlebt haben in Kindheit. Wir ziehen so ähnlichen Partner an, was der Vaterbild ist, oder die Männer ähnlichen Partnerin, wie die Mutterbild ist. Und das sollte man auch klären, jeder mit sich selbst klären. Und dass wir mehr Verständnis haben, warum, oder verstehen wir, warum ist diese Beziehung so, wie das ist, warum läuft es nicht rund. Woran liegt die Hund begraben? Oft ist es die Kindheit. Und darüber habe ich ein Klärungsvideo gemacht. Ich veröffentliche dieses Klärungsvideo nicht. Wenn ihr Interesse daran habt, wirklich ernsthafte Interesse, dann bekommt ihr den Link dazu. Dieses Klärungsvideo ist gratis und fühlt euch bitte zu nichts verpflichtet. Schreibt mir ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@denderasusannamedici.com. Das hat mit Beratungen nichts zu tun. Dieses Klärungsvideo ist kostenlos.
dann bekommt ihr den Link dazu, dann schaut euch an, was sagt euch das aus und dann bin ich sicher, ihr habt mehr Verständnis an euren Partner oder klärt sich vieles auf, warum ist die Beziehung so und erkennt ihr die Muster von der Kindheit, entweder an euren Kindheit oder die Kindheit von euren Partner oder Partnerin. Ich bedanke mich voraus für die Interesse und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.